So, dritte Aufgabe. Welchen Rest des 17 mit 918 Minuten 24? Der GGT von 17 und 24 ist 1. Es kommt raus 17 hoch 8 hoch 114 mal 17 hoch 6. 17 hoch 8 hoch was? 114. 114 also mal 17 hoch 6. Genau. Hm? 17 hoch 8 hoch 114 ist derselbe wie 1. Genau. 17 hoch 6 ist 17 hoch 6 ist das? Minus 7 hoch 6. Minus 7 hoch 6 ist minus 7 hoch 2 mal minus 7 hoch 2 mal minus 7 hoch 2 ist 1. Ja. Sehr schön. Können wir es noch einfacher machen? Könnte ich diesen letzten Trick gleich verwenden? Man kann jetzt natürlich hier auch wieder Spursatz von Euler anwenden. Dann kommt man auf das Ergebnis, was Sie haben, ist auch völlig richtig. Aber an der Stelle, an der zweiten Stelle, wie Sie gesagt haben, könnte man sozusagen schon sehen, ah, wieder ein viel einfacher. Ja, auch den Satz von Euler gar nicht. Ja? Ja, 17 hoch 918 ist ja minus 7. 17 hoch 918 ist minus 7 hoch 918. Genau. Genau. Und dann kann man ja, also einmal sagt man rausziehen, also minus 7 war da, hoch 459 und das ist ja das gleiche wie 49. Hoch 459 ist so. Ja. Genau. Und das, also 49 wurde minus 24, das ist ja 1. Sind Sie scharf hingucken? Sagen wir mal so, Sie können natürlich in solchen Fällen den Algorithmus durch. Ja, und dann kommen Sie auch zum richtigen Ergebnis. Kurz scharf hingucken, überlegen, ob es noch eine einfachere Möglichkeit gibt, Trick anwenden. Verschafft Ihnen vielleicht unter Umständen schneller das Ergebnis und Sie sind glücklich anschließend. Sie sagen, boah, toll, war das schön. Ja? Sollten Sie innerhalb von 10 Sekunden auf keinen Trick gucken, nehmen Sie stur den Algorithmus. Ja? Aber es ist auf jeden Fall mal wertvoll, einfach mal drauf zu gucken. Okay. Gibt es noch Fragen zu den Aufgaben? Also, wie gesagt, wenn man den Satz von Euler anwenden kann, dann hat man ja, oft die Möglichkeit, eine Rechnung ganz einfach zu gestalten. Die Schwierigkeit dabei ist, Phi von m zu bestimmen bei beliebigem m. Da muss man manchmal suchen. Morgen lernen wir unter Tricks m über bestimmte m's Phi von m ganz einfach ausrechnen. Da können Sie ganz schnell vorgehen. Nehmen Sie m, rechnen Phi von m aus, wenden Sie dazu Euler an und so weiter. Das bewahrt Sie aber nicht davor, trotzdem mal scharf hinzugucken, zu gucken, ah, es gibt noch eine einfache Funktion. Okay. Keine Fragen? Dann müssen Sie diesmal kommen. Thank you.
So. Das wäre die nächste Aufgabe, sei P-Primzahl. Jetzt beweisen Sie für alle A aus den ganzen Zahlen, betonen das, für alle A aus den ganzen Zahlen gilt, A hoch P ist kongruent A hoch P. So. Wie geht man daran? Wer hat die? Ich dachte, dass man jetzt auch erstmal so vorgeht, wie wir bisher vorgegangen sind, wenn wir so vom Ansatz her das Feld erstmal nach der Mobilität schauen. Ja, okay. Wir schauen erstmal nach Mobilität, genauso wie eben, ne? Genau. Ja? Da gibt es dann halt zwei Fälle. Zwei Fälle, richtig, sehr gut. Die Fallunterscheidung, das ist das Wichtige hier bei der Aufgabe. Genau. Es gibt Fall 1. Was ist Fall 1? GGT von A, B ist gleich 1. Und später nehmen wir den Fall noch, dass der GGT von A und B ungleich 1 ist. Das Wichtige oder Schwierige bei dieser Aufgabe war zu erkennen, dass eine Fallunterscheidung möglich ist. Wir wollen den Satz von Euler anwenden. Den kann man aber nur anwenden, wenn der GGT von A und B 1 ist. Und deshalb alles kann man anwenden, ansonsten nicht. Da muss man anders machen. Ja. Im zweiten Fall würde ich erstmal hinschreiben, GGT von A und P ist ungleich 1 und daraus kann man folgern, dass es P sein muss. Aber die Fallunterscheidung ist sauberer, wenn man tatsächlich sagt, ist gleich 1, ist gleich 1, ganz deutlich, Tertium non datur, es gibt nichts drittes mehr, wir haben nichts übersehen. Ansonsten könnte man sagen, kommen und sagen, nun gleich 1, gleich P, gibt es noch andere Fälle. Es gibt keine anderen Fälle, das ist so deutlich, wenn man erstmal sagt, nun gleich 1, dann abgleich, aber dann muss es gleich P sein. So, was machen wir jetzt? Wenn der GGT von A und P gleich 1 ist, was können wir dann sagen? Ja, ja, wir können ja sagen, dass A, also ich stelle es jetzt umgekehrt, also das ist A auf P Umfang in A auf P minus 1 mal so, ja. A. Okay. Und dann. Daraus folgt. Ja, durch den euler'schen Satz wissen wir dann, dass A auf P minus 1 gleich 1 ist. A auf P ist Konkurrenz A hoch P minus 1 mal A. Das ist A. Ja. Und dann? Und dann, daraus kann man ja folgern durch den euler'schen Satz, dass A hoch P minus 1 gleich 1 ist. Genau, mit dem Satz von Euler ist A hoch P minus 1 kongruent 1. Insofern kommt da A raus. So, genau. Verraten, was haben wir jetzt von uns gemacht? Dieser spezielle Fall, eine Primzahl, also dass A hoch P minus 1 kongruent 1 hoch P ist, wenn A und P Teilerkant sind. Also der spezielle Satz, der spezielle Fall, Primzahl, ein Satz von Euler, heißt auch der kleine Satz von Fermat. Ja, weil das nochmal ein Spezialfall ist, den man einen Namen gegeben hat. Gucken wir uns mal an. Also wir haben den Satz von Euler verwendet oder den kleinen Satz von Fermat. Der letztlich nichts anderes ist als der Satz von Euler auf den Spezialfall reduziert, die Primzahl. Okay, in diesem Fall ist klar, ne? Das funktioniert. Jetzt haben wir aber noch Fall 2. Fall 2. Der GGT von A und P ist ungleich 1. Und da haben Sie behauptet, einfach so, ne? Das muss ja dann P sein, der GGT. Warum? Aber jemand anders, warum ist der GGT von A und P gleich P, wenn er nicht gleich 1 ist? Ja. Weil der GGT von A und P nur ungleich 1 sein kann, wenn A ein Vielfaches der Primzahl ist. Genau. Dann ist nämlich A ein Vielfaches der Primzahl. Dementsprechend ein Vielfaches der Primzahl, wenn ich ein Vielfaches der Primzahl P habe und P, ist der GGT von beiden P. Ja. Also, kann man auch folgern. A ist Vielfaches von P. Schreibt das P.
von A und P ist gleich P. Ja? Dann mal kurz eine Frage zu dem ersten Fall. Warum können wir jetzt folgern, dass A hoch P minus 1 gleich 1 ist? Also ich sehe es irgendwie jetzt gerade mal. Okay, das ist nochmal hier die Frage, warum können wir hier folgern, dass A P minus 1 gleich 1 ist? Aus dem letzten ist ein Satz von Euler. Der ging jetzt hier von A und P ist gleich 1. Also ist doch A hoch Pi von P. Phi von P, von der Primzahl ist P minus 1. Kongruent 1 modulo P. Ja? A hoch Phi von M ist Kongruent 1 modulo M. M eine Primzahl ist, dann ist Phi von M N minus 1. Das ist der Ersatz von Euler, beziehungsweise für den speziellen Fall der Primzahl der kleinen Satz von Euler. Deswegen konnten wir uns da einsetzen. Man hätte auch anders vorgehen können an der Stelle. Man hätte auch hier von vorgehen können, diesen als Ausgangslage nehmen, Quadratstation, und beide Seiten multiplizieren mit A. Das hätte man auch machen können. Ja? Man darf ja bei der Konkurrenz beide Seiten mit derselben Zahl nehmen. Das geht nicht. Man muss sich immer von dem ausgehen, was ich gegeben habe. Das sagen wir doch. Ja, ja. Das finde ich. Ja, also. Das ist auch eine Frage der Preisästhetik. Super ästhetisch. Okay. So, jetzt haben wir mit dem zweiten Fall A ist Vielfaches von P. Was machen wir jetzt? Was ist denn dann der Fall, wenn A ein Vielfaches von P ist? Wir wollen ja zeigen, A und P ist Konkurrent A und P. Ne? Ja, wenn A Vielfaches von P ist, dann wird 0 rauskommen, also dann ist 0 modulo P, weil der Rest 0 ist. Also Zahl der Teil oder später, ja. Dann habe ich jetzt 0. Ja, ja. Ach, genau. A, also ist 0, man weiß, A ist Konkurrent 0 modulo P. Ja, A hoch P ist ja auch 0 modulo P. Dann ist auch A hoch P Konkurrent 0 modulo P. Ja. Ja, daraus folgt natürlich, dass 0 Konkurrent ist zu A, das ist Konkurrent zu A hoch P, weil es auch 0 ist, ne? Das sind beide 0. Wenn A ein Vielfaches von P ist, dann ist A Konkurrent 0 modulo P. Bei Division mit Rest, nämlich P 0 ist. Dann ist aber auch A hoch P Konkurrent 0 modulo P. Das sind beide 0, das sind beide Konkurrenten. Im zweiten Fall ist sowohl A als auch A hoch P 0. Also gilt das da auch. Wir haben zwei Fälle. Einen unspannenden A ist ein Vielfaches von P, dann ist beides 0. Oder eigentlich haben wir zwei unspannende Fälle, oder der GIT von beiden ist 1 und dann greift der Satz von Euler. Ich finde, das ist der kleine. Schöner Beweis, ne? Wie gesagt, das ist ja ganz einfach gemeint, weil der Beweis die eigentliche Schwierigkeit zu erkennen, dass die andere Seite notwendig wäre. Oft macht man den Fehler, dass man sagt, naja, prima, da kann ich den Satz von Euler anmelden, ne? Das ist was von Euler. Und